Hey Formel 1 Freaks, es ist noch gar nicht so lang her, da wurde die Formel 1 von der FOM, also dem Formula One Management von Bernie Ecclestone, an Liberty Media verkauft. Und das war 2017 für 4,4 Milliarden US-Dollar. Aber jetzt, nur etwa 6 Jahre nachdem Liberty Media die Formel 1 gekauft hat, drängt sich ein neuer Kandidat auf, der die Formel 1 kaufen will, aber völlig unangemeldet. Also Liberty Media hat die Formel 1 nicht zum Verkauf gestellt. Dieser Kandidat hat sich einfach nur angemeldet mit einem Riesenbetrag von 20 Milliarden US-Dollar, dass er die Formel 1 kaufen will. Und das ist Saudi-Arabien mit ihrem Staatsfonds. Mit diesem wollen sie jetzt die Formel 1 kaufen. Aber das führt zu einem großen Unmut bei der FIA, vor allem beim FIA-Präsident Ben Sulayem. Und jetzt hat er etwas getwittert, das wiederum Liberty Media extrem aufregt. Was das alles ist, das erfahrt ihr nach der kurzen Vorstellung des heutigen Sponsors, der mir sehr hilft und bestimmt auch cool für euch ist. Habt ihr eigentlich schon selbst mal vorgehabt, vielleicht Rennfahrer zu werden oder allgemein im Sport erfolgreich zu werden? Hierfür kann ich euch das Buch »Was heißt schon Talent?« von Matthew Syed empfehlen, das es auf Blinkist gibt. Blinkist bietet auf einer App über 5500 kompakte Sachbücher an, die du jeweils in etwa 15 Minuten durchlesen kannst. Matthew Syed beschreibt in seinem Buch zum Beispiel, dass nicht das angeborene Talent ausschlaggebend ist, um im Sport erfolgreich zu sein, sondern der Wille. Wer mehr trainiert als die anderen, der wird es schaffen. Und er selbst muss es wissen. Er war fast 10 Jahre lang die englische Nummer 1 im Tischtennis. Wir brauchen auf jeden Fall deutschen Nachwuchs im Formelsport. Und für eure Einstellung und Motivation kann euch das Buch von Matthew Syed auf jeden Fall helfen. Du erhältst über den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar 25% Rabatt auf Blinkist Premium und bekommst mit dem brandneuen Blinkist Connect Feature 2 Mitgliedschaften zum Preis von einer. Mit Blinkist Connect kannst du nämlich eine zusätzliche Person kostenlos zu Blinkist Premium einladen und anschließend könnt ihr auch Bücher miteinander teilen. Es gibt übrigens auch eine kostenlose 7-tägige Testversion. Und nun geht es weiter mit dem Video. Um zu verstehen, wie dieser Zoff überhaupt zustande kommen kann, muss man erstmal verstehen, was die FIA überhaupt ist und was sie von der Formel 1, also von Liberty Media, unterscheidet. Die FIA ist ein Dachverband von weltweiten Automobilclubs und Motorsportvereinen, wie zum Beispiel dem ADAC oder dem DMSB. Der DMSB zum Beispiel, der veranstaltet unter anderem die DTM und der ADAC, den kennt sowieso jeder. Die FIA veranstaltet auch die Formel 1 Weltmeisterschaft. Aber sie ist nicht zuständig für die kommerziellen Dinge der Formel 1 Weltmeisterschaft. Dafür ist der Besitzer Liberty Media zuständig. Das war nicht immer so. Zum Beispiel war vor 2001 die FIA für alles zuständig. Aber im Jahr 2001 haben sie dann die Formel 1 verkauft, also die kommerziellen Rechte an der Formel 1 verkauft, an die FOM, also an das Formula One Management von Bernie Ecclestone. Und dieser Vertrag, der umfasste, dass das Ganze 100 Jahre ging und es spülte der FIA 300 Millionen US-Dollar ein. Aber dieser Vertrag enthielt auch ein Vetorecht für die FIA. Nämlich, wenn Bernie Ecclestone irgendwann die Formel 1 Rechte weiterverkaufen sollte an jemand anderes, dann hatte die FIA ein Vetorecht, wenn zum Beispiel dieses Unternehmen nichts für den Sport tun würde, kein anständiges Konzept vorlegen würde und eben nur auf Profit aus wäre, dann hätte die FIA verhindern können, dass Bernie Ecclestone die Formel 1 an Liberty Media verkauft. Aber Liberty Media hat ein gutes Konzept vorgelegt und deshalb ist der Verkauf zustande gekommen. Wie erwähnt, für 4,4 Milliarden US-Dollar. Und jetzt ist es eben so, jetzt ist das Ganze gesplittet. Also die beiden haben nicht mehr dieselben Aufgaben. Liberty Media ist für die kommerziellen Dinge der Formel 1 zuständig und die FIA für die organisatorischen und für das Regelwerk und so weiter. Also die haben sich jetzt seit diesem Verkauf getrennt, was die Aufgabenstellung angeht. Und da ist auch geregelt in den Verträgen, dass da sich keiner jeweils beim anderen einmischen darf. Jetzt ist es aber so, dass eben Saudi-Arabien, der Staatsfonds von Saudi-Arabien, ein Angebot gemacht hat an Liberty Media, die Formel 1 für 20 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Das ist ja kommerziell, da geht es ja um Geld. Also hat sich in diesem Bezug eigentlich die FIA nicht einzumischen. Und in dem Sinne eben auch nicht Ben Sulayem, der FIA-Präsident. Aber er hat es jetzt getan. Er fand diesen Betrag nämlich horrend hoch, er fand ihn übertrieben hoch. Und wenn das bezahlt werden würde, dann würde das seiner Meinung nach die ganze Formel 1 aus der Balance bringen. Denn wenn die Formel 1 viel
Geld gekostet hat, dann muss sie auch viel wieder einspielen. Demnach müssen die Rennstrecken auch mehr bezahlen, damit die Rennen dort ausgetragen werden können, und dann wiederum müssen auch die Fans mehr Preise für die Tickets zahlen. Und das will Ben Sulayem nicht. Und deswegen hat er das Ganze jetzt öffentlich gemacht. Er hat auf Twitter etwas gepostet, das die Formel 1, also Liberty Media, überhaupt nicht gefallen hat. Das hat er auf Twitter gepostet. Als Hüter des Motorsports ist die FIA als Non-Profit-Organisation vorsichtig, wenn es um überhöhte Preisschilder von angeblich 20 Milliarden Dollar für die Formel 1 geht. Jeder potenzielle Käufer sollte seinen gesunden Menschenverstand nutzen, an das Wohl des Sports denken und einen klaren, nachhaltigen Plan vorlegen. Nicht nur eine Menge Geld. Es ist unsere Pflicht, die zukünftigen Auswirkungen auf die Veranstalter in Bezug auf höhere Austragungsgebühren und andere kommerzielle Kosten sowie mögliche negative Auswirkungen auf die Fans zu überwachen. Ja, das war der Tweet von Ben Sulayem, und das hat Liberty Media überhaupt nicht gefallen. Deswegen haben sie sofort reagiert und einen Brief direkt an ihn geschickt, in dem unter anderem Folgendes stand. Die FIA hat unmissverständlich zugesagt, dass sie nichts unternehmen wird, was den Besitz, die Verwaltung und/oder Nutzung der kommerziellen Rechte beeinträchtigen könnte. Wir sind der Ansicht, dass diese Kommentare, die über den offiziellen Social Media Account des FIA-Präsidenten geäußert wurden, in diese Rechte auf inakzeptable Weise eingreifen. In dem Maß, in dem diese Kommentare den Wert der Liberty Media Corporation schädigen, kann die FIA dafür haftbar gemacht werden. Ja, also, Liberty Media droht hier der FIA, dass sie weitere Schritte einleiten werden und dass sie die FIA möglicherweise sogar verklagen werden. Und jetzt ist die Frage, wer hat hier eigentlich recht? Der FIA-Präsident Ben Sulayem oder Liberty Media? Und man muss sagen, ich zumindest persönlich bin auf der Seite von Ben Sulayem, denn wenn es am Ende alles aus der Balance bringen sollte, wenn die Preise einfach zu hoch werden für die Veranstalter wie auch für die Fans, dann kann die ganze Formel 1 zugrunde gehen. Das ist so. Es lebt und steht alles nur mit den Fans, die die Tickets bezahlen, sonst kann dieser Sport nicht leben. Und es ist einfach horrend, wenn man bedenkt, dass 2017 die Formel 1 anscheinend noch 4,4 Milliarden US-Dollar wert gewesen sein soll und jetzt, 6 Jahre später, anscheinend schon 20 Milliarden US-Dollar. Da stimmt doch was nicht. Das ist auf jeden Fall viel zu viel Geld, und da hat Ben Sulayem recht. Liberty Media, die könnten bei so einem schmackhaften Angebot natürlich denken, da schlagen wir zu, da können wir richtig viel Gewinn machen. Und wenn sie da auch wirklich zuschlagen sollten, weil es ist ja immerhin ein Unternehmen und ein Unternehmen ist immer gewinnorientiert, die wollen profitabel arbeiten, und bei so einem Mega-Angebot, da könnten die schon mal auf die Idee kommen, dieses Angebot einzugehen. Ja, und dann, was passiert dann mit der Formel 1? Ja, es ist einfach so, man braucht jemanden ganz oben, der den Sport liebt und der ihn voranbringen will. Und keiner, der nur damit Geld machen will. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch und so weiter, aber derjenige, der die Formel 1 besitzt, der muss auch eine gewisse Leidenschaft für den Sport mitbringen. Sonst kann dieses ganze Konstrukt nicht funktionieren. Liberty Media hat diese Leidenschaft, ja, aber sie sind auch am Gewinn interessiert. Das ist jedes Unternehmen. Deswegen ist ja, die Formel 1 in den Händen zum Beispiel von Bernie Ecclestone ein bisschen leidenschaftlicher gewesen, sagen wir so, weil Bernie Ecclestone aus einer Zeit kommt, wo er selbst noch immer mit an der Rennstrecke war. Er war auch in späteren Jahren immer an der Rennstrecke, aber er kommt aus dem Metier und er hat es geliebt. Er hat den Wettkampf geliebt. Er hat auch ein eigenes Team auch schon gehabt und solche Dinge. Und jetzt ist das halt nicht mehr so. Die Formel 1 ist in den Händen eines anderen, neuen Unternehmens, und jetzt zeigt sich, in diesem Moment wird sich zeigen, ob Liberty Media dranhalten wird an den Formel 1 Anteilen oder ob sie sie abstoßen. Und daran wird sich dann auch wirklich zeigen, ob Liberty Media eine echte Leidenschaft für die Formel 1 hat. Das alles ist noch überhaupt nicht entschieden, das ist komplett in der Schwebe, aber wir werden sehen, was passiert. Da wird es auf jeden Fall noch neue News geben und ich werde darüber berichten, wenn es was Neues gibt. Ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao!